Tövi Late Night Fast Life aus dem Maskott. Heute mit Crimer und mit mir, Agutta Dimem. Und da ist der ultimative Late Night Rotzlöffel, Dominik Tövi. Hallo! Guten Abend miteinander, hier live im Maskott und halb live daheim im Fernsehsessel zwischen Bierdosen und aufgegessenen Chips-Säckchen. Herzlich willkommen zu Deville Late Night. Schön sind ihr alle heute dabei und schön ist auch die Agutta da. Wunderbar, schauen wir mal, wie die Agutta aussieht. Schönen Applaus für die Agutta hier. Ah. So, spart euch. Agutta hat sich nicht umsonst so angelegt. Es ist Frühling. Und was macht man im Frühling? Richtig, in Bern macht man Frühjahrssessionen. Das heisst, es haben sich wieder mal alle Nationalräte und Ständeräte zusammen, sind zusammengekommen im Parlament, um ein bisschen gewisse Gesetze auszudiskutieren. Unter anderem haben wir festgestellt, es wird beschissen, überall, wo es nur geht, ums Geld, es wird geschlunket. Und hat gedacht, da muss man irgendetwas machen, da könnte man doch die Leute, die beschissen, überwachen. Wir erinnern uns an Pierin Vinzenz, ja, von der alten Raiffeisenbank. Der hat ja wahnsinnig viel geschlunket. Und dann haben wir gedacht, man könnte doch jetzt einfach die Banker überwachen. Das wäre eine Idee. Und dann haben wir so gesagt, nein, in der riesen Lobby, das geht nicht. Nein, auch ich und er und so weiter können die Banker machen wir nicht. Und dann gut, was könnte man sonst machen? Man könnte Firmen könnte man überwachen. Das wäre doch möglich, ja. Die tun doch wegen Frauenanteilen so mit dem Lohn da wieder etwas geschlunken. Könnte man doch überwachen? Haben wir gesagt, nein. Auch ich habe eine Firma und so weiter. Und die Nationalrat gesagt, das geht nicht. Dann haben wir überlegt, also gut, wer könnte man denn überwachen? Wer schlunket? Also, wer hat kein Lobby? Wer ist ganz unten? Wer ist hilflos? Und dann ist der Vorstoß gekommen, wer kann nicht wegsäckeln? Der Rollstuhlfahrer. Ja, nicht Banker, sondern die Leute im Rollstuhl, die Arme, die ganz unten sind. Und da hat man sogenannte IV-Detektive wirklich angestellt. Sie dürfen mit GPS-Tracking, also ich weiß nicht, was das unten am Rollstuhl reintun oder so. Und man kann mit Drohnen dürfen sie auch arbeiten. Also sie haben mehr Kompetenzen, die IV-Detektive, als der Nachrichtendienst. Das heisst, ich fühle mich wahnsinnig sicher jetzt in der Schweiz, ja, wo so Überwachungen stattfinden. Und es ist auch so, ich meine, ein Terrorist kann sich sicher sein, wenn er nicht vorhat, mit einem Rollstuhl in eine Menschenmenge hineinzufahren, dann kann das passieren, dann wird ihm nicht entdeckt werden dabei. Danke vielmals an dieser Stelle, an Nationalrat. Ja? Vielen Dank. Ich finde, es ist so typisch für die Schweiz, meiner Meinung nach. Es ist so typisch Schnüffelstaat, einfach überall ein bisschen reinschnüffeln. Und auch Schweizer Fernsehen hat ja Reformen angekündigt, haben wir ja gehört letzte Woche. Und sie haben sofort reagiert, sie haben eine neue Quizshow aus dem Boden gestampft, genau richtig für alle Spiesser, Bünzli und die, die gerne rumschnüffeln. Da ist so ein Pilot. So, herzlich willkommen zu «Dürfen wir das?», die Show für alle, die es gerne gemütlich haben und lieber daheim bleiben und sich zu Recht fragen. «Dürfen wir das?» Korrekt. Und das sind unsere heutigen Kandidaten. Auf der einen Seite haben wir Frau Bolliger. Jawohl. Frau Bolliger arbeitet beim Bund, sie hat ein Aggressionsproblem und sie träumt in der Nacht von grossen schwarzen Männern. Außerdem sagt sie sehr gerne «Grüezi». «Grüezi». Sehr schön. Herzlich willkommen, Frau Bolliger. Auf der anderen Seite, der zwölffache «Dürfen wir das?» Champion ist Kettenraucher. Er sitzt gerne daheim in der Küche und schaut ein bisschen aus dem Fenster. Ja, ich muss auch mal ein bisschen schauen. Schön, herzlich willkommen hier in der Show bei «Dürfen wir das?» Richtig. Und das erste Spiel für Frau Bolliger ist ganz einfach. Und zwar müssen Sie mir innerhalb von 10 Sekunden sagen, was man alles im Tram nicht darf. Die Zeit läuft ab. Jetzt! Singen, lachen, furzen, gaffen, schwarz fahren, kurz ablegen, mit fremden Leuten reden, laut Musik hören, ein Baby stillen, fröhlich sein. Und das ist es, Frau Bolliger. Aber chapeau, das sind 12 richtige Begriffe. Fantastisch, Frau Bolliger. Diesen Punkt kommen Sie zu Recht über. Das nächste Spiel hier bei. Dürfen wir das?
richtig. Und zwar heisst unser letztes Spiel Ausländer zurechtweisen. Und da kommt sie schon rein, unsere freiwillige Ausländerin, und sie versucht, ihren Abfall hier im Studio irgendwo wild zu deponieren, was natürlich nicht geht. Ihre Aufgabe ist es, sie geeignet zurechtzuweisen. Und bitte! Du, los, das kannst du nicht machen hier. Psst, psst, psst. Sie, Entschuldigung? Sie dürfen das hier nicht anstellen. Excuse, nein. Hey. Nein, nein, da nicht. Entschuldigung. Ah, ah. Entschuldigung. Ah, ah. Können Sie mich hören? Hey. Sie du musst eine Marke drauf schreiben. Hey, Gottverdächtig, das ist fair. Hast du junge Frau, hey, Sie müssen Ihren Sperrmüll in den Recyclinghof bringen oder ihn abholen lassen. Sie dürfen das so nicht. Sorry. Und da lasst Sie zu. Halt, stopp. Sehr gut, Frau Bolliger. Merci vielmals. Super, fantastisch. Tut mir leid, Herr Hubacher. Aber der Punkt geht an Sie, Frau Bolliger. Ganz toll gemacht. Und unsere Ausländerin wollte ich jetzt natürlich auch fragen, haben Sie sich jetzt auch angenehm zurechtgewiesen gefühlt? Ja, ich habe meine Lektion gelernt und entsorge meinen Sperrmüll ab jetzt korrekt. Fantastisch! Und somit haben wir eine Siegerin und einen neuen Champion. Dabei dürfen wir das. Das ist Frau Bolliger. Fantastisch! Bravo! Sie gewinnt das Goldfrinneli und darf sich 3 Wochen im Voraus im Putzplan eintragen. Fantastisch! Oh, wir haben eine Meldung bekommen wegen einer Ruhestörung. Oh. Von den Nachbarn. Ihre Sendung war ein bisschen laut. Mhm. Darf ich Sie bitte Musik abstellen und leise weiterspielen? Ja, das können wir machen. Tut uns leid. He? Mhm. Und so kann ich eigentlich nur noch sagen, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn es heisst. Stossenfegen dürfen wir das. Ja, eventuell demnächst bei uns auf dem Sender. So, gehen wir jetzt vom Inland ins Ausland. Unser Lieblingspräsident Donald Trump hat eine kleine Exkursion auf Kalifornien gemacht. Er hat so Prototypen von Mauern anschauen, wo er versprochen hat, dass er hier eine Abgrenzung machen will. Er hat namhafte Experten mitgenommen. Denen ihr Urteil war vernichtend. Und zwar viele Risse, total veraltet, innen hohl, es leckt, wo es noch mehr geht. Aber mit den Mauern sind sie zufrieden gewesen. Das muss man sagen. Schauen wir doch mal ganz schnell rein, was der Donald Trump hier an dieser Pressekonferenz vor diesen Mauern gesagt hat. So this was really a day where we look at the different prototypes of the walls. You've seen them, the media has seen them. And some work very well, some don't work so well. When we want to build the right thing. Interestingly, the ones that work the best aren't necessarily the most expensive. Er hat festgestellt, tolle Mauern. Ja, er hat da wirklich mir vorgestellt, hätte so Stück, sind so Stück nebeneinander gestanden, verschiedene Mauertypen, 8 verschiedene Mauertypen. Donald Trump ist reingelaufen von so Stückchen und gesagt, ja, doch. Ist gut, ihn stört jetzt, dass man so rundherum laufen kann. Das hat er jetzt nicht so wahnsinnig interessant gefunden. Aber doch. Wahnsinnig schön. Er hat auch gesagt, nicht alle Mauern funktionieren. Das finde ich auch eine sehr schöne Aussage. Was heisst, eine Mauer funktioniert oder funktioniert nicht? Der Trump funktioniert ja wie ein Kind auf so 2 Ebenen. Ja? Wenn, er will einfach etwas ablenken, wenn er so eine Mauer anschaut. Wenn ich heimkomme und mein 6-jähriger Sohn kommt aus dem Kinderzimmer und sagt, Papi, schau, ich habe dir hier aus Lego etwas gebaut, nur für dich, dann weiss ich, irgendwo ist etwas. Entweder brennt der Katz oder seine Schwester ist in der Waschmaschine eingesperrt. Eins von beiden. Und so ist es auch beim Trump. Und wirklich, der Trump, bei ihm ist einiges im Argen. Er wechselt ja sein Kabinett die ganze Zeit aus. Die fliegen raus, schnell aus dem Dschungelcamp. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch etwas, und zwar der sogenannte Trade War toppt. Das ist China ist da involviert, wo er irgendwie Stahl nicht einführen will. Und er bestraft China und die EU, sagen, dann streiten wir aber auch und lassen Sachen. Also hochkomplizierte, komplexe Sachen. Wir verstehen es als unser Servicepublik, dass wir die Sachen vereinfachen. Wir haben ein Lehrfilm gemacht. Schaut an und ihr könnt mitreden.
Jetzt gehen wir ein bisschen in ein lockeres Thema rein, habe ich gedacht. Eine Meldung, die uns mehr belustigt hat, die aber anscheinend die Welt bewegt hat. Dyson, wo eigentlich bekannt ist, dass sie Staubsauger herstellen, das sind die ohne Beutel, das sind die, die Staubsauger kastriert haben. Dyson hat angekündigt, dass sie jetzt ins Elektroauto-Business einsteigen. Liebe Zuschauer daheim und auch hier im Maskott, die Witze, die ich hier erzähle, ihr ahnt es, die stammen nicht von mir. Die lustigen schon, aber die, die... Aber der Rest, ich habe ja ein Autorenteam, das Tag und Nacht in der Pointenkiste nühlt, um das Beste rauszuholen. Haben wir ein Film oder ein Bild vom Autorenteam? Danke vielmals. Ich habe ja ein Autorenteam. Ja, ist gut. Ich habe ja ein Autorenteam, das für mich das Zeug zusammenschreibt. Und ich habe gesagt, hey, Dyson hat jetzt Elektroauto-Gente raus. Was fallen euch für Pointen ein? Dann haben sie mir Pointen zusammengeschrieben. Ich habe gesagt, das funktioniert nie vom Publikum. Und wir machen jetzt den Test. Ich habe die Pointen hier innen, in meinem wunderbaren Jackett. Und ich werde die vorlesen. Sie haben gemeint, jede Pointe funktioniert. Gibt einen Lacher. Machen wir einfach so ein bisschen mit Applausometer. Ja? Nach jeder Pointe gebt ihr einfach den Applaus und denkt, das hat der Autor, die Autorin verdient. Dann kommt die Person noch vorne. Und prompt von mir ein Order. Nein, wir schauen es einfach mal. Also, gut. Schlagzeile: Dyson macht jetzt Elektroautos. Ja? Da steht drauf, ha, endlich, ein Auto mit exzellentem Fahrgefühl auf Spannteppich. Machen wir mal weiter. Dyson hat ein Elektrofahrzeug. Bei einer Polizeikontrolle kann man... Muss ich wirklich die Pointe jetzt noch erzählen? Ist schon klar, oder? Bei einer Polizeikontrolle kann man künftig nicht nur ins Röhrchen blasen, sondern auch prima saugen. Applaus und weiter. Ja, gut. Der ist für den Carpi. Okay, ja. Dyson, Freude am Saugen. Ja, das ist schön. Schön, kommt auch schön. Also. Na schön. Ja, doch, schön. Das Dyson-Auto, das erste Mal, wo sich auch Männer für Staubsauger interessieren. Das zeigt klar das Niveau von unserem Publikum. Also, was schön. Dyson macht jetzt Auto. Heißt, es braucht jetzt endlich keinen dummen Sack mehr am Steuer. Ja, komm, was ist? Was hast du noch? Ja, der ist nicht so gut angekommen. Der ist nicht gut angekommen, ne? Aber ich habe etwas vorbereitet. Ja? Schau her. Hier ist ein ganz normales Auto durchgefahren. Ja. Und hier ist ein Dyson rübergefahren. Dysons ideale Auto für Ausreden. Hoi Schatz, sorry, ich komme etwas später. Ich stecke wieder mal im Staub fest. Das ist von mir. Gut. So. Wir tun jetzt ganz gescheit etwas reden, das mich wahnsinnig belastet in den nächsten Wochen. Ich bin auch überzeugt, dass der eine oder die andere unter euch und auch hier daheim das Problem sehr gut kennen. Answer that phone. Get him off! I have to answer this phone, all right? I'm here. Grüezi wohl, der Stürsteller von der Allgemeinen Versicherungsgesellschaft. Sind Sie zufrieden mit Ihrer aktuellen Versicherung? Sie sind ja auch schon über 30. Haben Sie vielleicht Interesse an einer dritten Säule? I don't think so. Aber haben Sie gewusst, dass Sie zum Beispiel massive Einbußen haben im Rentenalter, wenn Sie nicht jetzt schon anfangen zu sparen? What did you say? Ja, eben. Und vielleicht wäre mal eine Rechtsschutzversicherung in Überlegung wert. Da wird es jetzt ein spannendes neues Kombi-Angebot geben. Soll ich Ihnen mal die Einzelheiten erzählen? Alright. Sehr gut, ja. Gut. Aber zuerst würde es uns von der Allgemeinen Versicherungsgesellschaft natürlich wundern, wo in Ihren Augen bei Ihnen der Schuh drückt. Nein, das war der Mauerscheiger! Da habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. I don't know who you are. Ja, eben Dürsteller, Allgemeine Versicherungsgesellschaft. I don't know what you want. Die Frage ist doch eher, was Sie wollen. Show me the money! Ein guter Punkt. Geld.
Um viel Geld geht es ja auch, wenn ein überraschendes Familienmitglied stirbt. Das kann nämlich schneller passieren, als man denkt. Also, natürlich rein hypothetisch angenommen. Darum zurück zu unserem... If you let my daughter go now, that'll be the end of it. Was ihre Tochter? I will not look for you. Das war jetzt nur ein Beispiel. I will not pursue you. Es ist ein Beispiel. But if you don't... Mann, wieso checken Sie es nicht? Es ist I will nur look for you. Egal. I will kill you. Nur so gern, Monsieur, aber nicht in diesem Ton. Adieu. Aufregerthema Nummer 1 in der Schweiz. Callcenter, die einem anruft zu den ungünstigsten Zeiten, wenn man es gar nicht brauchen kann. Und es ist auch mühsam, man kann ja auch nicht zurückrufen. Da nimmt niemand ab. Man weiss nicht, wie die Callcenter heissen, wo die sich befinden. Das weiss man auch nicht. Aus gutem Grund halten die das versteckt und das nicht rausgeben. Sonst kommen da immer Leute vorbei mit Schocke und Blumen und wollen sich bedanken. Oder? Das kann ich natürlich verstehen. Aber Aufregen nützt ja auch nichts. Es bringt nichts. Beruhigt euch, trainiert euch in Satire. Ich weiss aus Rückmeldungen von unseren Zuschauern, dass ganz viele potenzielle Satiriker hier im Sessel sitzen, die wahnsinnig viel gute und bessere Witze machen als wir. Trainiert euch mit diesen Calls. Ich habe auch angefangen mit Callcenter-Anrufen. Wirklich annehmen. Ja? Annehmen und die satirisch nutzen. Ich gebe mal eine Auswahl von meinen drei Lieblingsmethoden, um mit diesen Leuten umzugehen. Ja, Agatha, kannst du mir mal anrufen als Callcenter? Methode 1, der Lüstling. Oh ja, Deville. Guten Tag, Herr Deville. Wollen Sie Ihre Krankenkasse wechseln? Ach, das ist jetzt interessant. Das ist sehr ein interessanter Vorschlag. Wäre es möglich, aber dass jemand von Ihnen vorbeikommt? Und dürfte ich wissen, was Sie gerade im Augenblick anhaben? Funktioniert immer sehr gut. Methode Nummer 2 ja, ist die Anrufschlaufe. Kannst du mir noch mal anrufen? Ja, Deville? Guten Tag, Herr Deville. Wollen Sie Ihre Krankenkasse wechseln? Leider steht kein Familienmitglied Ihnen zurzeit zur Verfügung. Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass das Gespräch aufgezeichnet und für satirische Zwecke verwendet werden kann. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepton. Piep. Funktioniert immer. Funktioniert einfach immer. Meine Lieblingsmethode, weitervermitteln. Weitervermitteln, also wenn einer wirklich anruft, das habe ich wirklich immer gemacht. Wenn einer mir anruft, ne, der will und sagt, ja, Versicherung und so weiter, habe ich dann nebenan immer meinen 6-jährigen Sohn. Ja? Und er sagt, oh, schau mal, der Osterhase, erzähl mal, was du dir wünschst. Funktioniert. Irgendwann wird abgehängt. Eine ganz tolle Methode. Es gibt auch einen Nachteil. Ich zahle jetzt natürlich eine monatliche Prämie für meinen Sohn für 3'000 Franken. Aber da musst du dort hinwegschauen. Schaut doch, wie ihr nicht Schlag kommt und nutzt es satirisch. Telefon. 80 Jahre sind mega schön. Wer kann uns besser davon überzeugen als ein Mann, der in der Musiksparte wahnsinnig auskennt? Er war in der letzten Zeit auf Platz 2 mit seinem Album. Ich freue mich, dass er da ist. Ganz grosser Applaus für The Crime! My body's a fool, I feel electrified, coming down within. I see the storm you're heading through. Why don't you want to be misused? You just have to take this step behind the fire. Pretty, pretty
have to be joking. Take forever, but believe me, life's like poker. You just have to wear this mask. I know that it's hard to be a joker. You just have to be joking. Take my cards, throw them down, baby. Da nicht 80 Jahre erfolgreich ausgerüchert haben, das Deville Late Night, würde ich sagen, unser neues Format Tischlein Check Dich! Was haben wir heute für ein Thema, das uns ein bisschen längere Zeit beschäftigt hier bei unserer Sendung? Wir haben folgende interessante Meldung, die die Schweiz ganz direkt betrifft, haben wir hier erfahren. Und zwar wird sich der Kim Jong-un, gewählte Präsident von Nordamerika, wird sich mit dem Imperator von mit dem gewählten Präsident von den USA, Donald Trump, wird er sich treffen. Und da muss man natürlich vermitteln. Das sind ganz zwei feinfühlige, dünnhütige Menschen. Und da muss ein Vermittler um sein. Und da hat man vorgeschlagen, man könnte doch entweder die Schweiz fragen oder Schweden. Sehr eigenartig. Hast du dich vielleicht mal gefragt, warum die Schweiz? Nein. Siehst du, für das bin ich da. Mhm. Und zwar ist es folgendermaßen: Die Schweiz ist ja eigentlich nicht wirklich als Diplomatenvolk in die Geschichte eingegangen, gerade im Mittelalter, sondern eher als Söldner. Das waren harte Kämpfer. Die Schweiz hatte wirklich so die Idee, man könnte sich ausbreiten und hat überall angegriffen mit ihrem Söldner her, wo es gegangen ist. Das letzte Mal 1515, dort ist es ein bisschen in die Hose gegangen. In, haben wir das aufgeschrieben, in Italien. Ja? Dort, das ist so, bei Mailand rum, haben sie wirklich einen Angriff gemacht und sind vernichtend geschlagen worden. Aber die Militaristen in der Schweiz, die Armeefreunde, haben auch hier etwas Positives gefunden. Das ist wirklich wahr. Nämlich, der Schweizer ist militärisch ein einzigartiges Manöver zum ersten Mal gelungen. Und zwar, das kann nur den Schweizer gelingen, ein geordneter Rückzug. Für das sind sie die Militärgeschichte eingegangen bei dieser Schlacht. Ein geordneter. Ja, die Schweizer. Ich meine, wer sonst die Schweizer? Ja? Der General ist ja auch nicht gesagt, ja gut, wir haben zwar verloren, ja? Aber da, wir haben super aufgeräumt, alles, wo wir gegangen sind. Wir haben eine Fötzelkette gemacht. Ja? Ausgetrunken, Leergut haben wir zurückgebracht, ja. Und alle von uns, von der Armee, die ein bisschen rumgekuddelt haben, nicht gut mitgeschafft haben, nicht schön aufgeräumt haben, haben wir vor dem Gotthard zurückgelassen. Das ist das Tessin jetzt, ja, muss man sich vorstellen. Also sie haben seit dort haben sie wirklich nicht mehr so einen Angriffskrieg gemacht und haben sich gedacht, ah komm, was können wir besser, wir versuchen, wir sind ab jetzt neutral, haben sie gesagt. Und wir haben so fünf Maximen, hat die Schweiz dann aufgestellt, nach denen sie sich richten wollte. Ach Gott, du hast das recherchiert, was sind das für fünf Maximen gewesen? Ja, die erste ist Neutralität. Neutralität, also übersetzt, einmal schauen. Mal in den Güchsel, in den Konflikt. Was gibt es da zu holen? Was war das Zweite? Solidarität. Solidarität, sehr wichtig. Also immer an beide Kriegsparteien Waffen liefern. Ja? An beide. Was noch? Universalität. Das ist auch wichtig. Ja? Über Grenzen hinaus, wie man will. Über Grenzen hinaus, einfach schauen, dass niemand in unsere Grenzen reinkommt. Auch ganz wichtig. Und dann noch? Wohlstand. Ja, what else? Wohlstand, dass der Stutz reinkommt, will man schauen. Und das Fünfte dann noch? Roger Federer. Das ist so die fünf Maximen, die man hatte. Und man kann ja auch sagen, dass der Schweizer eigentlich, das ist ja so, er hat die perfekte DNA für einen Diplomat. Was meint ihr so als Rumäne? Was hat man so? Also ich kann dir sagen, was ich recherchiert habe. Ja, ja. Die sind pünktlich, fleißig, zurückhaltend und pedantisch. Ja. Ja. Da haben wir ein Bild von einem typischen Schweizer Diplomat, wie man sich vorstellt. Ja. Da ist er. Hinter dran mit der Waffenlieferung senden. Schweizer, die haben es in der Gen, in der DNA. Aber wieso Schweden? Wieso dürfen noch Schweden mitmachen? Auch folgender Grund: Schweden und Schweiz
Schweden und Schweiz haben wahnsinnig viel gemeinsam. Sie haben gemeinsam. Sie fangen beide mit Schwe an. Ja? Deswegen haben sie auch Schweden genommen und nicht zum Beispiel Finnland. Sonst würde man ja Finz heißen. Ja? Das geht nicht. Oder Dänz. Oder Holz. Ist auch sehr doof. Deswegen hat müssen Schweden hier dabei sein. Und Schweden und Schweizland. Schweizland, sag ich schon. Schweden und Swasiland haben Schweden und Schweiz haben wirklich etwas gemeinsam. Und das hängt schwer mit Nordkorea zusammen. Weiss das jemand im Publikum? Das ist eine interessante Information. Was haben Schweden und Schweiz? Es weiss niemand im Publikum. Niemand. Deswegen bin ich noch nicht da. Jemand weiss es aber. Nein, deswegen bin ich da. Und erzähle das. Oh Mann. Doch, du darfst es rufen, ja? Ich glaube, Schweden hat sehr lange Volvos geliefert. Das ist wahr. Schweden hat an Nordkorea 1000 Volvos geliefert. Nordkorea, das ist auch wahr, hat bis heute nicht gezahlt. So dumm, wie traurig. Und sie schreiben, die Schweden, das Volvo-Werk, schreiben jedes Jahr eine Mahnung an Nordkorea, die aber nicht beantwortet wird. Aber was sie gemeinsam haben mit der Schweiz, ist, es gibt ja so entmilitarisierte Zonen. Zwischen Südkorea und Nordkorea heißt entmilitarisiert oder demilitarisiert, ist aber eigentlich die bewaffnetste Zone weltweit, komischerweise. Und dort sind zwei Nationen stationiert, um aufzupassen, dass nichts passiert zwischen Süd- und Nordkorea. Es sind Schweden und es sind Schweizer. Wirklich wahr. Ja? Soldaten sind dort stationiert. Das ist der längste Auslandeinsatz vom Schweizer Militär, 60 Jahre lang. Jetzt stehen die dort an dieser Grenze. Und es sind im Ganzen 10 Soldaten, die dort stehen. Es sind 5 Schweizer Soldaten und 5 schwedische Soldaten. Das ist wirklich wahr. 5 Schweizer, 5 Schweizer. Ich meine, 5 für die Schweizer ideal, oder? Einer aufpassen, 4 können jassen. Das ist fantastisch. Aber eigentlich sind es. Ja. Eigentlich sind es. Schau mal bitte. Eigentlich sind es 146 Schweizer Soldaten sind stationiert gewesen. Jetzt noch 5. Das heisst, 141 haben sie abdetachiert. Ja? Die tun jetzt IV-Bezügler überwachen in der Schweiz. Deswegen nur noch 5. Und auch die Schweden, die sind eigentlich ursprünglich 200 Soldaten gewesen, sind auch noch 5, weil 195 sind im Vaterschaftsurlaub. Hm? So sieht das aus bei Schweden. Interessant ist auch, dass das Bündnis von diesen Beobachtungssoldaten, die haben keine Waffen. Die können nichts anderes machen, außer die schreiben auch wahr, jede Woche einen Bericht an beide Parteien, an Süd- und Nordkorea. Schreibt die Bericht. Und dann tun wir immer am Dienstag, die uns auf der Nordseite von der Baracke, die uns mit dem Papier, mit dem Weißen rauswinken, dass sie nicht verschossen werden von den Nordkoreanern. Und dann gehen sie raus. Und dann ist dort wirklich ein Briefkasten. Ist ein Briefkasten. Und dann gehen die übers Minenfeld rein, so, und rühren den Bericht in den Briefkasten. Schaut, wie ist das, das ist die Zone, wie ist das eingerichtet. Ich meine, das gefällt Schweden und Schweizer, oder? Sie haben doch quasi versucht, Olden nachher zu bauen mit der IKEA. Ja, das ist. Das gefällt ihnen natürlich. Wer wird das Rennen machen? Wer darf vermitteln? Wird es Schweden sein oder werden es die Schweizer sein? Wer wird zwischen Kim Jong-un und Donald Trump zwischen diesen beiden Herrschern vermitteln? Meine Meinung, scheißegal, Hauptsache es ist eine Waffe. Ja, danke vielmals an dieser Stelle. Von der Rakete zu einer anderen Massenvernichtungswaffe, die ich hier in einer meiner untersten Schubladen habe, eigentlich die gemeine Blockflöte. Wir werden noch ganz schnell ein paar akute News aus aller Welt empfangen. Und dann geht es mit einem tollen Spiel weiter, mit dem Crimer. Also bleibt dran. Dort News. Und soeben erreicht uns diese wichtige Sondermeldung. Danke. Kinder von SBB-Mitarbeitern haben in der Schule das Nachsehen. Damit sie das Schuljahr nicht wiederholen müssen, bleibt ihnen oft nur der Klassenwechsel. Gieswil. Ein schwarzer Labrador namens Rüdiger hat bemerkt, dass sein Herrchen den Tennisball jahrelang nicht einmal geworfen, sondern nur so getan hat. Der Hund überlegt sich nun rechtliche Schritte. Baristas noch immer erfolglos auf Partnersuche. Trotz Tausenden von in Cappuccinos gezeichneten Schaumherzen bleiben ihre Liebesbekundungen weitgehend unerwidert. Mehr dazu später. Wir schalten jetzt zurück ins Maskott. Gatame!
Herzlich willkommen zurück hier bei «Deville Late Night» zu unserem Spiel zusammen mit dem Kramer. Das ist ein Spiel, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um Blockflöte. Ich habe eine Geschichte als Blockflötenstudent. Ich habe das Diplom. Und jetzt, 25 Jahre später, holt sie mich wieder ein, weil meine Autoren mir ein tolles Spiel eingeredet haben. Das Spiel heisst «Blockflöte of Death 80er Jahre Edition». Ich will hier auf die Bühne stehen. Ich habe meine Autoren gebeten, 10 80er Jahre Heuler hier aufzustellen, in Notenform. Ich werde noch versuchen, mein altes Wissen vorzukramen, werde die 80er Jahre Hymnen versuchen, nachzuspielen. Und du musst mit dem Publikum zusammen erraten, ja, was für ein Song für einen 80er Jahre Heuler das ist. Agatha hört an und sagt, ja, das war es. Und dann ist das ein Punkt für dich. Mal schauen, wie viele Punkte du schaffst, ob wir durch die 10 Songs durchkommen. Ich kann für nichts garantieren, aber lustig tönen wird es auf jeden Fall. Und es wird riesig. Blockflöte of that 80er Edition. Wenn wir anfangen? 3, 2, 1. Ich bin gespannt. Rufe nicht mit singen, Pfeifen! Sie haben sie nach dem ersten Ton gewusst. Ja, bitte? Depeche Mode. Depeche Mode ist es! Richtig, ja, richtig! Ja. Warte, 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 ja, warte, 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 so schwierig ist es nicht. Lassen wir es nicht so leiden. Ja, von welcher Band jetzt gegessen? Ja, lassen wir schauen. Bam, 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 bravo! Hi, halt dich schon! Oh! Warte, 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 warte. Ja, ist gut. Super, klar, oder? Hättest du den, das ist 1989. Zu dem Sound bist du Zeit geworden. Alle Grüße, nur schon jetzt. Kennen wir, oder? Verdammt, ich lieb dich. Ja, oh. Ja. Matthias Reim, richtig! Bitte, 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 bitte. Oh. Gut, danke, danke, danke. Genug gehört. Merci, schöner Song. Warte. I've been looking for freedom. David Asper. Bravo, bravo. Bravo. Oh. Ich hasse YouTube. Ich hasse YouTube. Und dann, was haben wir noch? Oh, jetzt noch der. Und dann haben wir es durch. I was made for loving you. Nein. Oh, richtig! Bravo! Jetzt komm, 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 komm. Drei Rufe, was ist es? Stille Nacht, heilige Nacht. Oh nein! Wieso weißt du nicht? Wie viel haben wir richtig? Es waren 9. Fünf habt ihr, fünf. Es sind 5, richtig! Applaus für die Kleine! Ja, ja, ja. Und somit sind wir auch schon am Ende. Danke vielmals, dass wir hier sind bei dem Blödsinn. Das ist «Deville Late Night» mit dem Kramer! Dann ist nächste Woche wieder. Eine ganz gute Nacht. Tschüss zusammen.